Produzieren ist einfach toll. Das ist so wichtig für uns. Sie produzieren Vitamine, sie produzieren sogar Hormone, Glückshormone. Man weiß, Serotonin, damit Serotonin gebildet werden kann, benötigen wir probiotische Mikroorganismen, weil die Stoffe ausscheiden, die eben unsere Hormondrüsen brauchen, um die entsprechenden Hormone produzieren zu können. Und dann macht es doch Sinn, oder, dass wir schauen, dass wir die richtigen Mitarbeiter bekommen, dass sich die wohlfühlen. In einem Unternehmen, wo der Chef gut ist, wo der lieb ist, wo der mal Rücksicht nimmt, wenn familiäre, außergewöhnliche Belastungen da sind und sagen, komm Andrea, ich weiß, deine Mutter ist krank, die braucht jetzt deine Pflege, es ist gerade nicht so schlimm im Unternehmen, geh früher heim, kümmere dich um deine Mutter. Ja, und was machen wir dann, wenn der Chef uns im Urlaub anruft und sagt, du, ich brauche dich, bei uns ist gerade Land unter, was machen wir dann? Für so einen Chef gehen wir gern, wenn es irgendwie geht. Und so, unsere Mitarbeiter, und zwar die probiotischen Mikroorganismen, zu versorgen mit unserer Aufmerksamkeit, mit den richtigen Lebensmitteln auch, dass sich die dort wohlfühlen. Dann haben wir tolle Mitarbeiter, die uns helfen, dass wir fit, schlank, gesund sind, gut denken können, dass der Hormonhaushalt stimmt, dass gesättigte Fettsäuren produziert werden, die der Körper braucht, um Entzündungen zu reduzieren. Da sind wir beim Thema Anti-Aging, ja? Anti-Aging, Aging, also Altern, hängt damit zusammen, dass im Körper zu viele freie Radikale vorhanden sind, von denen haben Sie sicher schon mal gehört. Das sind Oxidationsvorgänge. Also zu viel, das Oxidation ist ja immer mit Sauerstoff. Das sehen wir beim Auto, wenn das einen Schlagschaden hat und wir kümmern uns nicht drum, was macht das Auto dann? Es oxidiert, es rostet. Und Aging, älter werden, hängt mit Rostvorgängen im Körper zusammen. Also werden Sie ein weiser Chef in Ihrem Großunternehmen, Sie sind der Großunternehmer. Ihr Körper sind 70 bis 100 Billionen Körperzellen. Und Sie sind der Chef davon. Und jetzt raten Sie mal, wie viele Symbionten sitzen denn auf einer Körperzelle? Viele, ja? Die Literatur, da scheiden sich die Geister zwischen 20 bis 100 auf einer Körperzelle. Jetzt, wenn wir hier pathogene Mikroorganismen haben, also die krankheitsfördernden, schädlichen Mikroorganismen, müssen wir uns so vorstellen, wir kommen hier in diesen Raum, da sind ungefähr 20 Leute da, und sie kommen rein und da sitzen jetzt die bösen Hunde, also die pathogenen Mikroorganismen. Und die beschimpfen sie und schreien und die wollte ich schon lange mal erwischen. Wie fühlen wir uns dann nach 2 Minuten? Da können wir vorher total euphorisch gewesen sein, hinterher gehen wir mit eingezogenem Kopf wieder raus aus dem Raum. Wenn aber die probiotischen Mikroorganismen unterwegs sind, ihre Freunde, und sie kommen in diesen Raum und sagen, Meise, mein Schie, dass ich die sieg, wann das tolle Zeiten, wie geht's denn dem und dem und dem, mei, komm, lass dich umarmen. Da können wir vorher depressiv gewesen sein und gehen mit Engelsflügeln wieder raus.